Der dritte Spieltag der Gruppenphase. Was erwartest du von diesem Spiel, Buschi? Für beide eine ganz wichtige Partie. Sie brauchen die Punkte, das ist klar. Heute spielen die Brasilianerinnen gegen die Niederlande. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Merel van Dongen. Vivian Miedema. Da rücken die Mitspielerinnen mit auf. Weg ist der Ball. Hier die Aufstellung der Brasilianerinnen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine spitzt. Und jetzt die Chance. Und das Tor. Fahne ist oben, abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Es ist eng, keine gute Ballannahme, aber hat erstmal weiter den Ball. Guter Pass. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Was für eine Chance. Was für eine enge Kiste. Die Gastgeber können heute alles klar machen, Buschi. Sie können sich heute Platz 1 in dieser Gruppe sichern. Ein Sieg, dann haben Sie es. Das wäre natürlich richtig stark. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Klasse Pass. Super Pass. Gefährlich. Ärgerlich. Es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Desiree van Lunteren. Anouk Dekker. Das könnte gefährlich werden. Janice van der Sanden. Könnte jetzt was werden. Und hier zieht die Gegnerin einfach vorbei. Da ist Danielle van der Donk. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Die Ecke kommt. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Den Ball holt sie sich mit einem starken Tackling. Die Möglichkeit zu flanken. Lieke Martens. Sicher gehalten den Kopfball. Aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Ja, könnte was werden. Gutes Tackling. Sie hat sich fair vom Ball getrennt. Lieke Martens. Gute Aktion. Gutes Tackling. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das sieht gut aus. Jetzt der Schuss. Chance lebt noch. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Klasse gehalten eben. Der Ball. Boah, Wahnsinn. So bleibt es beim Unentschieden. Oh, jetzt will sie es wissen. Sie zieht den Sprint an. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt die Gelegenheit. Richtig gut gelöst. Den Ball hat sie sicher. Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Janice van der Sanden. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Das sieht viel schöne Aktion. Gute Aktion. Das Tor ist komplett frei. Und das Tor für Brasilien. Da haben sie sie aber auch leicht gemacht bei dem Treffer, oder Buschi? Kann man so sagen. Das Tor war völlig frei, den muss sie machen.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gerida Spitze. Daniel van der Donk. Vivian Miedema. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ist hier immer noch am Ball. Jackie Gronen. Der geht daneben. Super Pass. Achtung jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das ist Wahnsinn. Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen sie hier aufpassen, dass ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind sie jedenfalls geschockt. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Gute Aktion jetzt. Vivian Miedema. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Toller Pass. Jetzt ist es gefährlich. Da ist sie durch. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Klasse Pass. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Gefährlich! Ui, das war eng. Der Ball geht am Pfosten vorbei. Klasse Zuspiel. Ja, könnte was werden. Oh, ganz frei in der Mitte. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Sie haben Platz. Klasse Einsatz, faires Tackling. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Sie verlieren den Ball. Pass auf außen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Vielleicht die Konterchance. Fängt diesen Ball ab. Sieht gefährlich aus. Flagge kommt ganz weit. Einwurf Niederlande. Jackie Gronen. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Jetzt kommt der Schuss. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Klasse Aktion, Ball ist weg. Der Konter war gut, aber der Abschluss, oh, naja, eher nicht. Ja, so ein bisschen hat da die Coolness gefehlt, das Abgezockte. Jetzt der Ballverlust.
Das gibt Einwurf für die Brasilianerinnen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Lässt weiterlaufen, Flanke kommt rein. Das gibt Freistoß für die Brasilianerinnen. Na, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Den Ball hält sie fest. Gut gemacht. Gerida Spitze. Ball fliegt hoch ein. Gute Aktion. Gut und fair das Tackling. Jetzt ist Platz für den Konter. Guter Pass. Das sieht gut aus. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Der Volley. Der Ball war ziemlich harmlos. Gerida Spitze. Jetzt ist es gefährlich. Und jetzt die Chance. Fällt das Tor doch noch? Sie machen diesen Ball nicht rein. Gerade eben in dieser Szene. Also, es ist nicht zu glauben. Schöner Pass. Ja, könnte was werden. Und jetzt könnte sie hier die Chance bekommen. Die Chance. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Sie kommen über den Flügel. Shanice van de Sanden. Und die Chance hat sie liegen lassen. Fängt diesen Ball ab. Sieht gefährlich aus. Das sieht vielversprechend. Vivien Miedema. Gute Gelegenheit, aber kein Tor. Nicht ungefährlich, kein guter Abschlag. Jetzt müssen sie aufpassen. Oh, den hält sie fest. Gut gemacht. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Klasse Pass. Gefährlich. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Tor für die Niederlande. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Sehr gut den Kopf an den Ball nach dieser Ecke gebracht. Keine Abwehrmöglichkeit. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Sie unterstützen gut. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gute Aktion jetzt. Sie machen das gut heute, oder Buschi? Ja, ja. Der Ball läuft richtig gut und die haben eine extrem hohe Passsicherheit. Da kommt der Schuss. Acht Minuten jetzt noch. Ballverlust. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Freistoß jetzt für die Niederlande. Stimmungstechnisch macht Ihnen hier keiner was vor, oder? Nee, also was die Fans hier heute abliefern, das ist aller Ehren wert. Tolle Stimmung. Gerida Spitze. Dominik Janssen. Und da ist der Ball wieder weg. Das gibt Freistoß für die Brasilianerinnen.
Der Pass kommt nicht durch. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Lieke Martens. Super Aktion. Sie lässt sie einfach stehen. Vivien Miedema. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Klasse gemacht. Stark geblockt. Sie verliert den Ball und was macht sie dann? Geht direkt hinterher und holt ihn sich zurück. Klasse. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja klar, Foulspiele hier. So darf sie da nicht reingehen. Richtig auf Foul entschieden. Daniel van der Donk. Und damit ist das Spiel vorbei. Ein ganz, ganz enges Match war das heute. Am Ende gehen sie aber als Sieger vom Platz. Ja, spannend war die Partie auf jeden Fall. Sie sind diesen Tick besser gewesen, dass der Sieg in Ordnung geht.